Das Thema von heute Abend: Instant Karma, Absicht, Handlung, Wirkung. Unser Tun prägt uns selbst. Und ich habe dieses kleine Gleichnis oder Illustration oder Geschichte, die ich gut finde, weil sie zeigt, dass wie wir unsere Welt interpretieren und gestalten, dass das immer entsprechend unseren inneren Tendenzen geschieht. Also dass wir jeder von uns nicht die gleiche Welt wahrnehmen, hier in, zum Beispiel in diesem Retreat, sondern ungefähr 70 verschiedene Welten, die hier aufeinandertreffen. Und das ist ein gutes Beispiel. Manche von euch kennen ihn vielleicht. Spielt im Wilden Westen, im Canyon, okay? Der Indianer kommt geritten, Canyon runter, und von der anderen Seite kommt der Bandido, ein Bandit geritten, und die treffen sich unten im Canyon in der Mitte und halten an auf ihren Pferden. Okay? Die Situation. Der Indianer schaut den anderen an und macht so. Okay? So. Der Bandit macht so. Dann macht der Indianer so. Dann macht der Bandit so. Dann reiten sie weiter, jeder in seine Richtung. Der Bandit geht zurück ins Kaff und geht zum Saloon und sagt: Kerle, haben die Indianer getroffen im Canyon, gesagt, ich habe ein Gewehr. Ich habe gesagt, ich habe zwei. Er hat gesagt, ich will deinen Skalp. Und ich habe gesagt, hau ab, und ist gegangen. Indianer reitet zurück. Tippi, ein Squaws und ein Kids. Und sagt: Hey, ich habe diesen Typen getroffen, unten im Canyon. Und ich habe ihn gefragt: Wie heißt du? Und er hat gesagt: Ziege. Dann habe ich gefragt: Bergziege? Und er hat gesagt, nein, Flussziege. Und dann sind wir von dannen geritten. Seht, was hinausläuft. Karma ist ein grundlegendes und wesentliches Thema und ein sehr oft missverstandenes. Es bezieht sich auf unsere Handlungen oder unser Tun und ihre Wirkungen auf uns selbst. Und das ist auf jedem spirituellen Weg entscheidend. Ganz genau genommen ist es in jedem Leben wesentlich, spirituell oder nicht, bewusst oder nicht. Denn unser Tun prägt uns selbst. Karma, Tun und die Absicht hinter dem Tun ist wichtig, weil dies der Bereich unseres Lebens ist, in dem wir eine gewisse Freiheit der Wahl haben. Weil es der Bereich ist, in dem wir Einfluss nehmen können auf unser inneres Wohlergehen oder Unwohlergehen. Der Sufi-Mystiker Rumi meint dazu: Du bist kalt, aber erwartest Güte. Dein Tun kommt zurück in derselben Form. Gott ist barmherzig, aber wenn du Gerste pflanzt, erwarte nicht, Weizen ernten zu können. Was ist also Karma ganz genau? Hier eine Definition aus dem Handbuch des Abhidhamma. Karma oder Kamma in Pali heißt wörtlich Handlung, Tun oder Tat. Aber genau genommen bedeutet es oder bezieht sich Karma auf alle ethisch heilsamen oder unheilsamen Absichten hinter dem Denken, Reden oder Handeln. Das ist das Gesetz ethischer Verursachung. Das Wort Karma oder Kamma bezieht sich auf die Handlung. Das Wort Vipaka bezieht sich auf das Resultat, das heißt die Wirkung der Handlung auf die Handelnde oder den Handelnden. Also hier sprechen wir nicht, was eine Handlung bei anderen bewirkt, sondern es geht darum, wie sie auf uns selbst wirkt und wie die Absicht hinter der Handlung wirkt. Karma ist also wie die Saat und Vipaka ist wie die Frucht, die an der von uns gesäten Pflanze reift.
Man kann ethisch heilsame und ethisch unheilsame Absichten oder Motivationen unterscheiden. Ethisch heilsame sind großzügige, mitfühlende, liebevolle, geduldig annehmende, weise, erkenntnisreiche Absichten. Ethisch unheilsame sind aversive, verlangende, gierige, getäuschte, verblendete Motivationen oder Absichten. Nicht so wahnsinnig schwierig auseinanderzuhalten, wenn man sie so aufgelistet hört, denke ich mal. Ethisch heilsame Absichten wirken positiv und innerlich heilend auf uns selbst. Heilend im Sinne von Herz und Geist, nicht unbedingt heilend im Sinn von Heilen einer Krankheit. Wirken positiv auf uns selbst, also die Person, die so handelt. Unethische, unheilsame Absichten oder Motivationen wirken innerlich leidenschaftend auf uns selbst oder auf die Handelnde oder den Handelnden. Darum die bekannte Aussage, alles ruht auf der Spitze der Absicht, weil das ist das Entscheidende. Nicht so sehr die Tat selbst, sondern woraus sie motiviert ist oder was die Absicht dahinter ist. Das heißt, unser eigenes inneres Wohlergehen, unser innerer Friede oder unser Konflikt und Kampf, all das ruht auf der Spitze unserer Absichten. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Sogar die Tatsache, dass eine gleiche Handlung, wenn sie aus verschiedenen Motiven geschieht, eben eine andere Wirkung auf uns hat. Also wenn ich etwas verschenke, weil ich großzügig bin und Verbundenheit da ist, dann wirkt das positiv. Und wenn ich etwas verschenke, das Gleiche, weil ich denke, ja, die mögen mich dann, oder ich kriege dann vielleicht was zurück, oder was immer, ich habe einen Vorteil davon, dann ist die Absicht hintendran offensichtlich eine völlig andere und das entsprechend wirkt es eben auch anders auf mich. Also nicht so sehr die eigentliche äußere Handlung entscheidet, sondern die Motivation oder Absicht dahinter. Etwas, das mir immer wieder auffällt im Gespräch mit Praktizierenden, ist die oft vorherrschende Unklarheit in Bezug auf die Bedeutung von heilsam oder unheilsam, also einerseits, und andererseits angenehm oder unangenehm. Also die Paare von heilsam, unheilsam und angenehm, unangenehm, die werden oft vermischt oder verwechselt. Und das völlig zwei verschiedene Dinge. Aber versucht das auch grafisch darzustellen und werde mal mein erstes Essay morgen raushängen, vielleicht verwirrt es noch mehr, vielleicht klärt es hoffentlich. Solange wir diese Aspekte nicht unterscheiden können, bleiben wir unklar in Bezug auf unsere Praxis und auch unklar in Bezug auf das Ziel oder in Bezug auf, wie man dahin kommt. Versuch eine Klärung. Ich verwende das Wort heilsam, in Englisch wholesome, um den Begriff Kusala zu übersetzen. Man könnte auch hilfreich sagen, statt heilsam, oder geschickt oder ethisch positiv. Also ihr könnt die Synonym nehmen. Heilsam, hilfreich, geschickt, ethisch positiv. Geschickt im Sinne von eben heilsam, nicht leidenschaffend, sondern von Leiden befreiend. Vielleicht auch geistig gesund oder glückliche Wirkungen schaffend. Könnte man auch übersetzen. Heilsam. Kusala oder heilsam ist von den drei Wurzeln des Guten motiviert. Von Großzügigkeit in all ihren Spielarten, von Güte in all ihren Spielarten, Mitgefühl und Weisheit in all ihren Spielarten. Akusala, unheilsam, ist von den drei sogenannten Wurzel-Klesha motiviert, von Begierde, von allem, was dazugehört, Hass, Aversion und Verblendung. Und auch hier all den Spielarten, grob oder subtil. Akusala heißt also unheilsam, nicht heilsam. Das heißt nicht unheilvoll, höre ich manchmal. Sondern eben ungeschickt, weil es Leidenschaft, ethisch, negativ, inneres Leidenschaffend. Das ist der Unterschied zwischen heilsam und unheilsam. Das ist das, was uns motiviert. Im Denken,
Denken ist am schwersten zu sehen, weil es so schnell läuft. Im Reden schon eher nachvollziehbar und im Handeln aber oft auch nicht. Es braucht sehr viel Achtsamkeit, um wirklich genau zu sehen, was unsere Absichten hinter den Handlungen sind. Gerade auch, weil sie oft so gemischt sind. Es ist ja eher selten, dass wir eine Absicht in Reinform haben. Das Resultat, die Wirkung dieses heilsamen oder unheilsamen Tuns von Körper, also Handlung, von Rede oder Geist, also Denken, sind angenehme oder unangenehme Erfahrungen in uns. Okay, jetzt sind wir beim zweiten Paar, angenehm, unangenehm, das sind die Erfahrungen. Die werden ausgelöst, nicht unbedingt direkt und unmittelbar, aber grundsätzlich durch unsere heilsamen Tendenzen oder unsere unheilsamen Tendenzen. Und in der Praxis geht es darum, heilsame, geschickte, inneren Frieden schaffende, ethisch positive Qualitäten zu kultivieren. Das tun wir, wenn wir achtsam, aufmerksam sind, mit dem Interesse zu verstehen, mit inneren Haltungen, die liebevoll sind, die unterstützend sind, die mitfühlend sind, die gelassen sind. Und es geht darum, unheilsame, ungeschickte, inneres Leiden schaffende, ethisch negative Eigenschaften und Absichten abzubauen oder zu vermeiden oder sich davon zu befreien. Und das ist etwas völlig anderes als zu meditieren, um angenehme Zustände hinzukriegen und unangenehme zu vermeiden. Seht ihr jetzt den Unterschied? Das ist das, was wir immer wieder tun, wir alle. Und das ist das, was wir immer wieder denken, das geht. Darum geht es in der Meditation. Wir meditieren doch, damit es endlich angenehm wird. Und wenn wir es richtig machen, bleibt es dann für den Rest des Lebens. Good luck. Und nicht mehr unangenehme Erfahrungen. Darum geht es eben nicht, weil das liegt nicht in der Möglichkeit der Dinge. Wenn wir einen Körper haben, haben wir alle, liegt unangenehme Erfahrung, liegt Schmerz und all das Ganze drin. Egal, was wir tun. Es gibt diese kurze Stelle in den Lehrreden, wo Buddha sagt, dass er sich einen Moment hinlegen muss, dass er, weil er Rückenschmerzen hat und glaube ich, Sariputta fragt, ob er bitte den Abendvortrag geben würde. Ich weiß nicht, ob es ein Abendvortrag war, aber auch Buddhas erfahren unangenehme, schmerzhafte Erfahrungen. Es heißt nicht, er hat sich beklagt und hat gesagt, ich armer, ich habe so schrecklich Rückenweh. Das ist der Unterschied. Vollkommen in Frieden, Körper tun, was Körper tun. Okay. Jetzt nochmal zur Wirkung unseres Tuns auf uns selbst. Bob Dylan für einmal. You can play with fire, but you'll get the bill. Du kannst mit Feuer spielen, aber du musst die Rechnung dafür bezahlen. Und Ruth Dennison, deutsch-amerikanische Vipassana-Lehrerin, das war ihre Kurzversion von Karma. You can't get away with nothing, darling. So quasi, du kommst nicht ungeschoren davon. Und das natürlich auch im positiven Sinn, wenn es heilsame Tendenzen und Qualitäten sind, dann lichtet sich unser Geist. Auch der Buddha erwähnte oft die unerwünschten Folgen von unheilsamem Karma. Und er sagte, spricht oder handelt eine Person aus unheilsamen Geisteszuständen heraus, folgt ihr Leiden, so wie der Wagen den Ochsen folgt, die ihn ziehen. Er betonte aber auch die positiven und wünschenswerten Folgen von heilsamem Karma oder heilsamen Absichten hinter unserem Tun. Spricht oder handelt eine Person aber aus heilsamen Geisteszuständen heraus, folgt ihr Freude, so sicher wie ihr eigener Schatten ihr folgt. Auch ziemlich nett. Starke Aussage. Und daraus folgt auch die Aussage eines mir unbekannten Autors. Bisschen komplizierter, aber ich finde die interessant. Sagt, wenn du die Vergangenheit verstehen willst, betrachte deine gegenwärtigen Bedingungen oder deine gegenwärtige innere geistige Situation. Und wenn du die Zukunft kennen möchtest, betrachte dein gegenwärtiges Handeln. Das heißt, abhängig von den Absichten, die wir kultivieren in unserem Handeln, wird unsere Zukunft sich anfühlen. Für uns selbst. So, unsere gegenwärtigen inneren Bedingungen sind entstanden durch unsere Tendenzen in der Vergangenheit, wenn wir
konsequent liebevolle Güte praktiziert haben, dann haben wir einen anderen in der Atmosphäre, als wenn wir konsequent Ärger und Hass kultiviert haben. Ziemlich nichts Mysteriöses dran. Dann, bekanntlich wirken nach buddhistischer Sichtweise karmische Taten dieses Lebens in einem der nächsten Leben. Was, wenn wir nicht wissen und auch nicht einfach glauben wollen oder glauben können, dass es überhaupt vergangene oder zukünftige Leben gab oder gibt oder geben wird? Ich zum Beispiel habe keine Ahnung und bleibe entsprechend offen, nicht festgelegt. Wenn dem so ist, heißt das nun, dass die Idee von der Wirkung des eigenen Tuns auf einem selbst irrelevant ist? Das wäre dann die Frage, weil sehr viel von der ganzen Karma-Geschichte in der buddhistischen Sichtweise spielt sich, nicht alles, aber vieles spielt sich von einem Leben auf nächste, also vom letzten auf das und auf nächste ab. Natürlich ist es nicht irrelevant, überhaupt nicht. Wenn wir auch nur ein wenig bewusst leben, erkennen wir doch, wie sehr wir uns selbst prägen. Ich meine, wenn wir das nicht glauben würden, würden wir nicht mehr als etwa an 3 Retreats kommen. So spätestens nach 3 Retreats merken wir, dass es irgendetwas da Relevantes passieren muss. Wir prägen uns selbst durch unser eigenes Denken, Reden und Handeln in diesem Leben. Mit den Absichten, die wir immer und immer wieder kultivieren, bewusst oder unbewusst. Und darum heißt das Ding Instant Karma, weil mich interessiert, wie wir uns jetzt beeinflussen und was wir für Möglichkeiten haben, unsere Zukunft zu beeinflussen. Wenn uns das interessiert und wenn wir den Aufwand machen möchten, den es braucht. Es geht also direkt um Praxis und das, was wir hier tun und um das Verständnis davon, wie es funktioniert und was es bewirken kann. Aus der Gehirnforschung wissen wir nun um die Plastizität unseres Gehirns und um die Tatsache, dass neuronale Netzwerke da im Gehirn, die wir oft benutzen, sich verstärken und vertiefen. Und zwar jetzt, heute, morgen, in diesem Jahr. Was wir oft tun, wird zur Gewohnheit. Die Absichten und Motivationen, die häufig hinter uns im Denken und Tun stehen, werden zu Charakter. Zitat: entsprechend der Art und Weise, in welcher Aufmerksamkeit und Absicht angewendet werden, entstehen neue neuronale Strukturen. Oder man kann sagen, verändern sich die Fahrrinnen oder die Pfade in unserem Gehirn. Und ich bin nicht mehr sicher, woher ich das Zitat habe, vielleicht von Hüter. Um einmal einen Schweizer zu zitieren, Gottfried Keller schrieb: wer heute einen Gedanken sät, der erntet morgen die Tat, übermorgen die Gewohnheit, danach den Charakter und endlich sein Schicksal. Darum muss er bedenken, was er heute sät und muss wissen, dass ihm sein Schicksal einmal in die Hand gegeben ist. Heute. Wir waren auch schon weise. Und genau das tun wir in der Praxis. Darum geht es in der Praxis. Wir kultivieren und stärken Heilsames und steigen so oft wie möglich aus den unheilsamen Schienen aus, entziehen ihnen die Energien, fallen nicht so sehr darauf hinein. So wird unser Herz, unser Geist klarer, verbundener und freier. Aber nicht nur das, unsere ganze persönliche Welt verändert sich. Ich finde das fast faszinierend, das ist der zweite Teil meines Vortrags hier. Im Mahakaruna Pundarika Sutra heißt es, die Welt ist aus Handlungen gemacht. Hier ist wieder Karma gemeint. Und sie manifestiert sich aufgrund von Handlungen. In der buddhistischen Psychologie, im Visuddhimagga auch, wird unter vielem anderen von verschiedenen Charaktertypen gesprochen. Und ich persönlich finde es eine etwas simplistische Einteilung, aber sie ist eine gute Illustration von dem, das wir hier sprechen. Entsprechend
ihren oder unseren Tendenzen bzw. ihrer oder unserer Konditionierung erfahren die verschiedenen Charaktertypen die gleiche Situation in sehr unterschiedlicher Weise. Beispiel Indianer, Bandit. Wenn der sogenannte Verlangenstyp in einen Raum kommt, als Beispiel, sieht er oder sie sogleich die Dinge, die attraktiv sind. Man sieht, oh, schöne Vorhänge. Oh, wo habt ihr die her? Ah, neue Kaffeemaschine. Sieht gut aus. Gibt es diese Schuhe, die gefallen mir? Tolles Bild. Woher hast du das? Okay, das ist der Trend. Wenn der Aversionstyp in einen Raum kommt, möglicherweise in denselben Raum, sieht er sogleich oder sie sogleich die Dinge, die sie stören. Oje, dieser Teppich passt jetzt wirklich nicht zu dieser Polstergruppe. Das Bild hängt ja ganz schräg. Es ist dasselbe Bild, das die Person vorher gesehen hat, gefragt hat, oh, wo kriegt man das her, das ist toll. Er sieht, die sieht, es hängt schräg. Der Rahmen passt nicht, was immer. Okay. Wenn der Verblendungstyp in einen Raum kommt, fällt ihm oder ihr zuerst mal gar nichts aus. Also, ah ja. Aha. Entsprechend, wer voller Liebe auf Menschen trifft, macht völlig andere Erfahrungen als jemand, der voller Ärger auf genau dieselben Menschen trifft. Wir prägen uns selbst Tag ein, Tag aus. Kurze Geschichte, die das illustriert. Sie ist nicht ganz so nett, aber sie ist wirklich gut. Joseph Goldstein hat sie bei Charles Jeannou gehört. Der alte Samurai kommt in den Zen-Tempel. Mit dem Schwert fuchtelnd stolpert er auf den Meister zu und schreit, du bist ein Schwein. Der Meister blickt ihn an und erwidert ruhig, du bist ein Buddha. Der Samurai ist verdutzt und fragt dich, warum? Der Meister sagt, Schweine sehen Schweine, Buddhas sehen Buddhas. Mit anderen Worten, unser inneres Klima prägt die Außenwelt, und zwar unsere Außenwelt. Mein inneres Klima prägt meine Außenwelt, die ich erfahre, die wir erfahren. Dieser Zen-Meister ist aber nicht alleine. Der US-Neurologe Marcus Reichley schreibt, nur etwa 20% des an ihren Hinterhauptlappen, irgendwo da hinten, gelangenden Inputs kommen direkt aus der äußeren Welt. Okay? 20%. Der Rest kommt vom inneren Gedächtnisspeichern und von perzeptuellen Verarbeitungsmodulen. 20% haben wir gemeinsam in diesem Retreat. Der Rest macht jeder von euch selbst und ich auch. Ihr Gehirn simuliert die Welt. Jeder von uns lebt in einer virtuellen Realität, die ausreichend Ähnlichkeit mit der echten hat, um zu verhindern, dass wir gegen Möbel laufen. Hier das gleiche Thema, erklärt von Dinga Kenzi Rinpoche, einer der ganz großen tibetischen Meister. Wenn unsere Sinnesorgane einem Objekt begegnen, also wenn das Auge Formen sieht, wenn das Ohr Geräusche, Lärm oder Klang hört, das heißt, wenn wir unsere Welt wahrnehmen, wird durch dieses Objekt einzig der Prozess der Wahrnehmung im Bewusstsein ausgelöst. Mehr nicht. Das ist nur der Auslöser. Von da an ist der darauffolgende Prozess völlig subjektiv. Das ist jetzt alte tibetische Weisheit. Unser Geist reagiert auf das Objekt, das Wahrgenommene, beeinflusst durch all unsere angehäuften oder eingeübten Gewohnheiten. Aus der Erfahrung der Vergangenheit, aus der Gewohnheit der Vergangenheit. Wenn unser Geist voller Ärger und Wut ist, scheint die ganze Welt ein Höllenbereich zu sein. Wenn unser Geist friedvoll ist, frei von Anhaften und Festhalten und Ergreifen, und alles, was wir tun, in Einklang ist mit der Gesetzmäßigkeit des Daseins, werden wir
alles als die ursprüngliche Reinheit erfahren. Grund genug, die Reinheit unserer Absichten und Motivationen als Zuflucht zu nehmen. Ein wichtiges Verständnis von Zufluchtnahme, das ist wirklich eine echte Zuflucht. Nicht ein Glaubensbekenntnis, sondern wie wir uns quasi innerlich, welche Gewohnheiten wir schaffen, wie wir uns konditionieren, das macht uns letztlich aus. Wir können den Lauf der Welt nicht kontrollieren, aber wir können konsequent auf unsere Absichten und Motivationen schauen und sie immer und immer wieder heilsam und positiv beeinflussen. Tag ein, Tag aus. Das ist es, was Praxis bedeutet. Und darum geht es in der Meditation. Und ich denke, es ist klar dann auch zu sehen, wie wichtig es ist, dass wir das einüben. Aber wir können nicht hier so viele Tage das einüben und dann den Rest der Zeit wieder vergessen, um was es geht. Weil die neuronalen Wege, die kriegen wir nicht einfach anders hin in so wenigen Tagen. Wir praktizieren immer, zu jeder Zeit, ob wir es wissen oder nicht, ob wir es wollen oder nicht, ob wir bewusst sind oder nicht, ob es uns passt oder nicht. Das ist nicht unbedingt die angenehmste Wahrheit, aber es ist offensichtlich so. Ziemlich offensichtlich. Also nochmal, unser Wohlergehen ruht auf der Spitze unserer Absichten. Vor 2-3 Monaten bin ich dem Lama Gonsa Rinpoche nach Jahren wieder begegnet. Wir sind alte Freunde aus unseren 20er Jahren in Dharamsala in Indien. Und er gab Belehrungen an der Nacht der Religionen in Bern und präsentierte die folgende Illustration in Bezug auf die Notwendigkeit korrekter und richtig verstandener Praxis. Er sagt, wenn wir innerlich leiden, durch Ärger oder Wut oder Begierde oder Neid oder Dünkel oder Besorgnis oder was immer, dann können wir das vergleichen mit einem Leck im Dach. Es tropft rein, wenn es regnet. Das ist noch so ein bisschen ein altes indisch Dharamsala-Tibet-Beispiel. Weil kommt schon nicht mehr so viel vor bei uns. Okay, vielleicht ignorieren wir es erst einmal. Das war oft so in diesen Zeiten, als wir in Kuhstellen und weiß nicht was gelebt haben. Am besten war mal mit ignorieren, schauen, ob es wieder aufhört. Oder wir stellen einen Eimer unter die Stelle, wo das Leck ist, was runtertropft. Oder wir richten uns auf der trockenen Seite des Raumes ein. Etwas, was damals auch praktisch war. Oder wir tragen einen Schirm im Haus. Es war ja meistens nicht ein richtiges Haus, sondern irgendeine Klause. Und manchmal war es ganz praktisch, mit Schirm oder Plastik was zu machen. Diese Umgehensweisen entsprechen unserer Tendenz, jetzt wieder ganz Rinpoche, okay? Unsere Tendenz zu versuchen, das Ganze zu verdrängen, oder wenn wir anderen die Schuld zuschieben, das heißt, wir schauen nicht wirklich, was los ist, sondern wir versuchen irgendetwas, wir versuchen die Situation zu manipulieren, aber wir schauen nicht wirklich hin. Offensichtlich viel besser als das wäre, wieder in dem Beispiel aufs Dach zu steigen und das Leck zu orten und es dann zu reparieren. Dann erübrigt sich der Rest. Dies entspricht in dieser Illustration hier dem sorgfältigen Hinschauen in unserem Geist, in unserem Herzen und dem Erkennen der Ursachen des Leidens in unserem Herz und Geist. Und das genau, dieses Hinschauen und Sehen und Erkennen und Verstehen, wie wir uns Leiden schaffen, wo die Lecks sind und was die mit uns machen, ist eine der Bedeutungen von Erkenntnismeditation. Eben anders als Sammlungsmeditation, die nicht mit Schauen und Verstehen beschäftigt ist. Im Weiteren entspricht das Reparieren des Lecks dem Abbauen von unheilsamen, leidenschaftenden inneren Tendenzen und dem Kultivieren eben von heilsamen Tendenzen oder ethisch positiven Motivationen. Damit wir dies sehen, erkennen und auch ändern können, brauchen wir die Qualität von Wachheit, von Aufmerksamkeit, von Gewissenhaftigkeit, Appamada in Pali. Ähnlich wie Sati, Achtsamkeit, aber eindeutig der
momentan heilsamen oder unheilsamen Tendenz im Geist oder im Herzen bewusst? Es ist die Eigenschaft, die der Buddha in seinem letzten Satz, seiner allerletzten Aussage hervorgehoben hat. Verwirklicht eure Befreiung durch Appamada, eben durch Wachheit, Aufmerksamkeit, Präsenz und auch Gewissenhaftigkeit. Das hat eben einen ethischen Aspekt, dieser Begriff von Appamada. Gonsa Rinpoche nochmals vergleicht eine der wesentlichen Eigenschaften von dieser Qualität, von Achtsamkeit, Präsenz und Gewissenhaftigkeit mit einer Verkehrsampel. Er sagt, wenn die akuten Tendenzen und Motivationen unheilsam sind, schaltet sie auf Rot. Sobald aber die gegenwärtigen Tendenzen und Motivationen heilsam sind, schaltet sie wieder auf Grün. Und wesentlich für uns ist, dass wir bei Rot tatsächlich anhalten und bei Grün auch wirklich fahren oder handeln oder Energie investieren. Schwer zu verstehen, dass wir von früh bis spät immer praktizieren. Aber wenn wir sehen, erkennen wir auch, warum Kontinuität so wichtig ist. Wenn wir achtsam und wach sind, dann haben wir die Wahl, ob wir heilsam oder unheilsam mit der Situation umgehen wollen. Oder wir haben mehr die Wahl. Manchmal haben wir sie noch nicht so ganz. Aber es besteht eine bessere Chance, dass wir geschickt damit umgehen können. Aber geprägt werden wir dauernd von uns selbst. Und wenn es nicht aus Achtsamkeit und klarer Wahl ist, dann aus Gewohnheit. Dabei spielen eben nicht nur große Entscheidungen oder Taten oder Retreats oder jeden Tag einmal sitzen oder was immer eine Rolle, sondern jeder Gedanke und jede Handlung eines jeden Moments. Auch die kleinen, scheinbar unwichtigen inneren Bewegungen zählen. Das liegt in der Natur unseres Gehirns oder unseres Geistes. Als Kinder hatten wir ein Spiel, wo man einer muss die anderen erwischen. Und wenn er die andere Person erwischt, dann ist der, was immer man ist, und der muss dann den anderen nachrennen. Und wenn es einem zu viel wurde, konnte man sagen, that's what bit. Und dann galt es nicht, dann war man für einen Moment lang, man durfte es nicht zu lange, sonst war das dann auch wieder nicht okay. Aber man durfte sich ausklinken. Und dann musste man sagen, dann war man wieder drin. Und die bösen Kinder, die haben es immer dann gemacht, wenn man sie fast erwischt hat. Und wenn sie wieder sicher waren, kamen sie wieder raus, das galt nicht. Wir denken, hoffen, wünschen immer und immer wieder so ganz im Geheimen. Man kann ausklinken und dann schnell tun, was immer wir finden, dass wir das schon lange wollten, aber wir wissen, es ist eigentlich nicht so hilfreich im Sinn von ethischem Verhalten. Und dann, wenn es gelaufen ist, jetzt gilt es wieder. Es funktioniert leider, leider nicht. Wäre schön. Ich habe schon in der Gruppe gesagt, ich habe nicht erfunden, ich persönlich, wie der Geist funktioniert. Ich hätte es ganz anders eingerichtet. Aber mich hat niemand gefragt. Und weil eben auch die kleinen, scheinbar unwichtigen inneren Bewegungen zählen, lauten zwei Parolen des großen tibetischen Meisters Patrul Rinpoche folgendermaßen. Nimm kleine Fehltritte nicht auf die leichte Schulter, Fehltritte im Sinn von unheilsamen Absichten. Glauben, sie könnten dir nicht schaden. Selbst ein kleiner Feuerfunken kann einen Berg aus Heu in Brand setzen. Und unterschätze nie die kleinen heilsamen Taten oder Motivationen oder Absichten, indem du glaubst, sie helfen nicht. Auch Wassertropfen füllen, einer nach dem anderen, einen riesigen Topf. Ein wesentlicher Aspekt unserer Praxis. Und genau das spricht der Dalai Lama an, wenn er sagt er immer mal wieder, das Einzige, worauf ich mich verlassen kann, ist meine ernsthafte, ernst gemeinte heilsame Motivation. Was ist die Zuflucht? Darum üben wir uns in Metta, im Entschluss von Bodhicitta, der altruistischen Motivation. Wir üben uns in Mitgefühl, üben uns in Großzügigkeit und all das. Der Sufi-Mystiker Hafiz schrieb, und in diesem Gedicht sind Zutaten, hier sind die Absichten hinter unserem Tun. Du besitzt alle Zutaten, um dein Leben in einen Albtraum zu verwandeln.
mische sie nicht, mische sie nicht. Du bist im Besitz aller Zutaten, um dein Leben in Freude zu verwandeln. Mische sie, mische sie. Und ein letzter Punkt, auch ein wesentlicher. Wenn wir irgendwo gefangen sind, ist es wünschenswert und gut, wenn wir die Zustände und die Bedingungen für uns und für all unsere Mitgefangenen verbessern können. Ist hilfreich, macht Sinn. Und genau darum geht es im Kultivieren von heilsamen Absichten. Letztlich geht es aber in diesem Fall darum, frei zu werden. Letztlich geht es um Befreiung. Nicht nur um bessere Haftbedingungen. Die wollen wir nicht unterschätzen, weil man weiß nicht, wie lange es dauert. Auch dazu, Befreiung, brauchen wir Erkenntnis. Hier brauchen wir Erkenntnis der wahren Natur allen Seins, sodass wir aufhören, langsam aber sicher uns zu identifizieren mit uns selbst, mit Ich, mit Körpergefühlen, Geist und mit unserer ganzen Welt. Wir können so beschäftigt sein mit Selbstverbesserung, mit positiver Selbstverbesserung, mit Problemlösung und mit Gutes tun. Und das passiert oft auch in Meditation oder in Retreats, dass wir ganz vergessen, dass es letztlich eigentlich auch und vor allem darum geht, aus dem Gefängnis in die Freiheit zu erwachen. Diese vollständige Freiheit ist immer schon da. Wir dürfen nicht vergessen, müssen uns immer wieder daran zu erinnern, sie immer und immer wieder zu erkennen. Hier und jetzt. Aufwachen aus dem Verhaftetsein, selbst in unseren guten Absichten. In allem, was wir denken, reden und tun. Und dann wird alles Karma transzendiert sein. Das Unheilsame und auch das Gute. Aber unabhängig davon, wie frei oder wie unfrei wir sind, jetzt an diesem Punkt, für uns selbst genauso wie für unsere Mitwelt, ist es bedeutsam, wie wir denken, was wir äußern und wie wir handeln. Denn unser Tun prägt nicht nur uns selbst, sondern auch unsere Mitwelt. Das heißt diese, unsere Welt. Ich möchte mit Dwayne Elgin, dem großen Visionär und Nobelpreisträger, schließen. Keiner kann unseren Platz einnehmen. Jede von uns webt eine Strähne im Netz der Schöpfung. Es gibt keinen, der diese Strähne an unserer Stelle weben könnte. Was wir beitragen, ist einzigartig und unersetzlich. Und was wir dem Leben vorenthalten, geht dem Leben verloren. Die ganze Welt ist eng verknüpft und abhängig von unseren individuellen Entscheidungen. Darum ist es so wichtig, dass wir unser Leben mit Weisheit und Mitgefühl leben.